Ich bin mir sicher, ihr habt heute am ersten Weihnachtsfeiertag richtig gut gegessen. Und jetzt bereiten wir uns vor auf eine fantastische Nacht. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett. Ich bin Marco und hier ist Episode 120 am ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember. Und die Folge heute heißt Simone und der Weihnachtsspaziergang. Habt ihr vielleicht auch einen Spaziergang heute gemacht? Ja? Wo ging es denn hin? In den Wald oder vielleicht einfach durch das Wohngebiet? Und da gibt es ja auch, wenn man durch das Wohngebiet läuft, so viel zu bestaunen. Mal sehen, was die Simone so alles erlebt hat. Bevor die Simone loslegt mit ihrer Geschichte, nehmen wir die Arme und die Beine und wir recken und strecken uns. Macht die Hände und die Füße so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Spannt jeden Muskel an und plumpst ins Bett hinein. Sucht euch eine bequeme Position. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann korrigiert nochmal, dreht euch von links nach rechts und heute, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt gibt. Hier ist die Geschichte für den ersten Weihnachtsfeiertag. Simone und der Weihnachtsspaziergang. Simone ist ein ganz normales Mädchen. Und das, was heute war, hat Tradition bei Simone. Und bei ihrer Familie. Denn immer am ersten Weihnachtsfeiertag machen sie einen Spaziergang. Das gehört dazu wie der Glühwein für die Erwachsenen und der Kinderpunsch für die Kinder, sagte der Papa. Und es war wirklich so. An Heiligabend gab es immer Kinderpunsch und zwar direkt nach der Bescherung. Kinderpunsch für die Kinder und ein Glühwein für die Eltern. So war es auch in diesem Jahr. Ja, sonst war doch in diesem Jahr einiges anders. Normalerweise ist der Spaziergang an Weihnachten am ersten Feiertag immer ein großes Highlight, denn die ganze Familie kommt zusammen. Eine Volkswanderung, sagte Onkel Herbert immer. So viele waren mit dabei, normalerweise. In diesem Jahr waren es aber nur Mama, Papa, Simone, ihr kleiner Bruder Christian und der Hund Wauwi. Wauwi wurde von Christian geführt. Die beiden waren schon echt ein tolles Team. Normalerweise mochte Simone es überhaupt nicht, spazieren zu gehen. Dinge ohne Ziel haben für sie keinen Sinn. Das wusste sie schon, obwohl sie erst 7 Jahre alt war. Simone war ein überaus cleveres Mädchen. Aber heute, an Weihnachten, war alles anders. Gestern hat sie ein neues Paar Rollschuhe geschenkt bekommen. Die mussten heute natürlich gleich ausprobiert werden. Und so zog sie die Rollschuhe an und legte damit gleich los. Sie stand noch nie auf Rollschuhen, Inlineskates oder ähnlichen Dingen. Nicht einmal Schlittschuhe oder Ski hatte sie angehabt. Bisher trug sie immer nur Schuhe. Das änderte sich aber. Schuhe waren es zwar, aber mit Rollen darunter. Rollschuhe, die hat sie sich gewünscht. Und deswegen war sie ein wenig froh, dass es heute keinen Schnee gab. Für ihren kleinen Bruder Christian sah die Welt aber anders aus, denn er wollte unbedingt Skifahren. Er wünscht sich so sehr Schnee. Und Schnee war aber weit und breit keine Spur. Christian hat ganz vergessen, dass er heute seine Ski testen wollte und er war daher mit dem Hund unterwegs. Wauwi war der ganze Stolz der Familie. Und wisst ihr was? Wauwi hat gestern auch ein Geschenk bekommen. Einen viel zu großen Knochen für einen relativ kleinen Hund. Es machte aber nichts, denn Wauwi schmeckte der Knochen und so wie es aussah, schien er von diesem Knochen länger etwas zu haben. Es waren also tatsächlich alle glücklich. Mama, Papa, Simone, obwohl sie spazieren gehen musste, Christian, obwohl es keinen Schnee gab, und Wauwi, obwohl er zu Hause einen riesengroßen Knochen liegen hat. Sie gingen durchs Wohngebiet. Und das Schöne beim Weihnachtsspaziergang war, die anderen herrlich geschmückten Fenster, Gärten und Weihnachtsbäume zu sehen. Ein besonderes Highlight war 2 Straßen weiter das Haus von Familie Wedinski.
Herr Wilinski war ein riesengroßer Weihnachtsfan und er hat das Haus immer ganz besonders geschmückt. Draußen vor der Tür war ein kleines Schild angebracht, natürlich auch beleuchtet. Und an diesem beleuchteten Schild, dort schrieb Herr Wilinski immer, wie viele Glühbirnen, Leuchten und Lampen er verbaute. Diesmal waren es 7000 Lichter, die am Haus von Herrn Wilinski glühten. Und tatsächlich, Papa meinte immer, man muss aufpassen, dass hier nicht gleich ein Flugzeug landet. Es war so hell, dass die Straßenbeleuchtung eigentlich gar nicht mehr nötig gewesen wäre. Aber das Haus von Herrn Wilinski, das stand jedes Jahr auf dem Programm für den Weihnachtsspaziergang von Simone und ihrer Familie. Nochmal eine Straße weiter, wieder ein wunderschönes Haus. Sie wusste nicht, wie die Nachbarn hießen, aber sie hatten sogar einen beleuchteten Schriftzug auf dem Dach, auf dem stand Ho, Ho, Ho. Naja, schließlich sollte der Weihnachtsmann ja auch wissen, wo er landet. Vielleicht haben in diesem Haus ganz viele Kinder gelebt, die den Weihnachtsmann so herbeigerufen haben, dachte sich Christian laut. Der traditionelle Weihnachtsspaziergang war schon ein wenig anders. Mama sagte auf einmal, dass sie doch noch in den Wald gehen wollten. Naja, damit hatte Simone nun nicht gerechnet, denn normalerweise blieben sie beim Weihnachtsspaziergang immer in der Wohngegend. Weil aber diesmal nur die Familie unterwegs war und keine Onkels und Tanten, waren sie auch etwas schneller unterwegs und hatten ebenso mehr Zeit. An das Laufen hat sich Simone mittlerweile gewöhnt. Sie merkte sogar, wie es ihr ein bisschen gut tut, nach den letzten Tagen zu Hause draußen an der frischen Luft zu sein und die Beine zu vertreten. Und ehrlicherweise lag ihr das Essen auch noch im Magen. Also gingen sie in den Wald. Draußen im Wald angekommen, überraschte Mama die ganze Familie mit einem Winterpicknick. Ja, tatsächlich. Mama hatte zwei Thermoskannen dabei. Auf einer war ein großes Kreuz dran. Und auf Krepppapier schrieb sie, nur für Erwachsene. Okay, da schien wohl der Glühwein drin zu sein. Die andere Thermoskanne, die war mit einem lachenden Smiley bemalt. Und in den war Kinderpunsch drin. So wie Christian und Simone ihn mochten. Aber nicht nur Glühwein und Kinderpunsch hatte Mama mit dabei. Auch Orangen, eine Handvoll Nüsse und für jeden ein leckeres Käsebrot. Lange konnten sie nicht draußen sitzen und picknicken, aber es machte doch richtig viel Spaß, am ersten Weihnachtsfeiertag mit der Familie einen etwas anderen Weihnachtsspaziergang zu machen als in den letzten Jahren. Und so hatte Simone, die eigentlich gar keine Lust hatte auf einen Weihnachtsspaziergang, tatsächlich richtig viel Spaß. Die Überraschung der Mama ist absolut gelungen. Auch Christian strahlte voller Freude. Er hat schon längst vergessen, dass er sich eigentlich ja Schnee gewünscht hatte, denn noch lieber als Schnee mochte er Kinderpunsch. Und auch der Hund Wauwi war überglücklich, denn Mama hat sogar an ihn gedacht und den Knochen mitgebracht. Ja, genau, den viel zu großen Knochen. Und auch Papa war glücklich, dass er so eine Frau hat wie die Mama, die immer an alles denkt. Die ganze Familie war glücklich und alle merkten, wie froh sie einander waren, sodass sie sich in die Arme nahmen und beschlossen, dass das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten ist. Und zum Schluss sprang sogar noch der Hund Wauwi auf alle vier drauf und kläffte ganz laut. Er schien die Harmonie und die Liebe zu spüren. Das ist Weihnachten. Schön, dass es euch gibt. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net und denkt tatsächlich dran. Und das ist wirklich so. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz stark dran glauben. Morgen gibt's die Geschichte Merle sucht das Betthupferl.